Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In dieser Ausgabe erwartet euch zu Beginn die Besprechung des Films Der Fall Richard Jewell oder Jewell oder so. Kein Plan, ein Film, der vor einer halben Ewigkeit bereits ins Kino kommen sollte, doch dann war da dieses komische Corona-Ding. Naja, irgendwie ist es ja immer noch und irgendwie gibt es scheinbar trotzdem Kinos, die jetzt aufhaben. In denen kann man nämlich genau diesen Film gucken. Die Besprechung zu dem Film haben wir bereits vor einiger Zeit für euch aufgenommen. Das sind in dem Fall gewesen Andy und Stu, die haben den Film, glaube ich, beide gesehen. Ja, und nun erwartet euch dazu die Besprechung bei uns hier im Telestammtisch. Im Anschluss eine Serienbesprechung, denn auf Netflix gibt es seit ein paar Tagen Space Force, eine scheinbar total lustige Serie, die sich Kenny, Patrick und Stu vorgenommen haben. Ich weiß nicht viel über die Serie, außer dass Steve Carell da wohl die Hauptrolle trägt und die Bewertungen dazu ganz unterschiedlich ausgefallen sind. Lauscht den drei Jungs dabei, was sie zu der Serie zu sagen haben. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films The Vast of Night. Und The Vast of Night ist irgendwas, was jetzt gerade ganz aktuell bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Den Trailer habe ich auch vor ein paar Tagen gesehen, weiß aber nicht mehr so genau, was da eigentlich los war. Ich glaube, das war so ein Mystery-Ding mit Aliens. Aber da bin ich mir nicht so sicher und genau deshalb müsst ihr euch vielleicht anschauen, was in dem Fall Marco und Paul dazu zu sagen haben. Die beiden hatten voll Bock auf den Film, ja, da stehe ich den Jungs natürlich nicht im Weg. Die haben also auch hier eine freiwillige Besprechung gemacht, genau wie übrigens auch Space Force eine freiwillige Besprechung ist. Die Jungs hatten einfach Bock, über Filme zu sprechen, ist wieder eine sehr maskuline Sendung geworden und ja, haben eben dann hier für euch ein bisschen was aufgenommen. Viel Spaß dabei, wenn ihr noch ein bisschen Zeit findet, dann lasst doch bitte einfach noch eine Bewertung auf Apple Podcast, auf Twitter, auf Facebook, auf google.de oder auf podcast.de, überall da kann man das tun. Ihr könnt auch bei YouTube einen Daumen nach oben drücken und uns abonnieren und ihr könnt irgendwie auch, ich glaube bei Spotify kann man auch Dinge bewerten und weißt du nicht, also alles Knorke. Macht das mal, wäre total toll und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr vielleicht auch noch ein bisschen Feedback da hinterlassen. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback in die Kommentare schreiben, das wäre voll toll und wenn ihr euch nicht merken könnt, wie wir heißen, merkt euch doch vielleicht einfach unsere Internetseite. Die trägt den Titel tele-stammtisch.de und das ist ganz gut, da kann man nämlich Dinge machen. Und Dinge machen. Ist voll gut. Bis dann. Ciao. Hallo, willkommen am Telestammtisch zur Besprechung des Films Der Fall Richard Jewell. Der startet am 19. März in den deutschen Kinos. Laufzeit beträgt 129 Minuten. FSK-Freigabe ist 12. Regie führte Clint Eastwood und dargestellt werden die Figuren unter anderem von Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, John Hamm und Olivia Wilde. Ich bin erst du und heute an meiner Seite, wie so oft, und das freut mich, ist der Andi. Hallo Andi. Hallo, ja, freut mich auch. Ja, wir sind einfach ein Spitzenteam. Ne? Yes. Ne? So, und wie in den letzten paar Malen auch, bin ich leider der Knilch, der den Film nicht gesehen hat. Aber weil du wegen einer, ich nenne es mal Sportverletzung, krankgeschrieben bist, konntest du dich ja jetzt irgendwie durch sämtliche Presseaufführungen in München gucken, die es so gab. Und da war auch jetzt Richard Jewell dazwischen. Das freut mich sehr. Mhm. Ich bin nämlich gespannt auf den Film, der übrigens schon im Dezember in den USA lief und jetzt erst bei uns rauskommt. Gut, aber so, es war jetzt viele Infos auf einmal. Ich glaube, die wichtigste Information, die wir von dir jetzt erstmal brauchen, ist, worum geht's in den Film? Genau, ich bin da einfach mal rein, wusste überhaupt nicht, worum es geht mal wieder. Aber der Name kam mir schon bekannt vor, denn der war ja durchaus Thema bei der Oscar und auch bei der Golden Globe Verleihung, aber dazu später. Es geht um Richard Jewell, wie der Name schon sagt, und den lernen wir anfangs kennen. Das ist ein etwas übergewichtiger, etwas schrulliger Sicherheitsbeauftragter, nenne ich es mal anfangs, der aber durch seine Schrulligkeit und durch seine, ich nenne es mal Überambitioniertheit, oft in Konflikt gerät mit den Chefs und so weiter. Deswegen wird er immer wieder gefeuert und muss neue Jobs antreten, zum Beispiel unter anderem an einem Campus, als Campus-Polizist, nenne ich es mal. Aber den Job nimmt er auch viel zu ernst und bedroht schon fast irgendwie Studierende, wenn sie Bier trinken im Zimmer und so. Deswegen wird er dann auch gefeuert. Und dann nimmt er einen Job an als Security bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996. Und da eben auch voll bei der Sache, immer ganz ambitioniert dabei, findet er einen Rucksack unter einer Bank, die ihm gleich verdächtig vorkommt. Alle meinen zuerst, er kommt, also nehmen ihn immer nicht so richtig ernst. Aber dann in diesem Fall entpuppt sich dieser Rucksack tatsächlich als gefährlich und da ist eine Bombe drin. Und so versuchen sie das Ganze zu evakuieren. Die Bombe detoniert dann trotzdem und ist ja eine wahre Begebenheit. Diese Vorfälle hatte ich auch noch dunkel in Erinnerung. Ich glaube, ein Mensch ist sogar gestorben und über 100 wurden verletzt und so, aber er hat auf jeden Fall das Schlimmste verhindert und wird als Held gefeiert und alle wollen ein Interview mit ihm und so weiter.
Dann haben wir noch die von Olivia Wilde gespielte Journalistin. Ja, wie hieß sie denn jetzt nochmal? Ist nicht so wichtig, also ist eigentlich schon wichtig, aber vielleicht komme ich da noch drauf. Egal. Die ist irgendwie investigative Journalistin und trifft sich mit einem FBI-Agenten und will halt Infos zu dem Fall. Und der steckt ihr dann, dass Richard Jewell, der Security, der eigentlich als Held gefeiert wird, der Hauptverdächtige ist. Denn sein Profil passt irgendwie zu dem, zu so einem ganz speziellen Fall, dass er halt sich als Held aufspielen wollte, die Bombe selbst platziert hat und um dann die Heldenlorbeeren abzugreifen und so weiter. Und deswegen, das publiziert sie dann und tritt somit eine wilde mediale Hetzjagd los. Und die Familie, also Richard Jewell und seine Mutter, werden dann von der Presse belagert und vom FBI irgendwie immer verhört und so, und das wird dann ganz schlimm und sie leiden da sehr drunter. Dann tritt noch ein Anwalt, gespielt von Sam Rockwell, auf den Plan, den Richard Jewell früher mal kennengelernt hat, und der unterstützt ihn dann im Kampf gegen die Medien, im Kampf gegen das FBI und vertritt ihn da und versucht ihm da aus dem Schlamassel rauszuhelfen. Ja, so viel. Der Name der Journalistin heißt übrigens Kathy Scruggs. Genau, da komme ich nämlich nochmal drauf zu sprechen. Habe ich nämlich jetzt nach dem Film, weil ich da vorher echt nicht so viel wusste. Ich habe, wie gesagt, dieses Bombenattentat noch, da war ich, glaube ich, 10 und nicht mehr ganz so auf dem Schirm gehabt. Und die Geschichte dann um Richard Jewell und so weiter habe ich jetzt danach erst nochmal recherchiert. Und da gibt es auch ganz viele Originalaufnahmen auf YouTube und so weiter. Ja, und um den Film dann auch einige Kontroversen und Infos habe ich mir da noch reingezogen, aber dazu später. Ja, der echte Richard Jewell ist übrigens bereits 2007 gestorben. Das sei hier noch erwähnt. So, jetzt aber mal zum Film, ja. Also, ich habe ja gesagt am Anfang, es ist der neue Film von Clint Eastwood, und Clint Eastwood macht sehr gerne, seit jetzt fast 20 Jahren dreht er hauptsächlich Filme, wo das Thema ist Held. Seine letzten Filme, 1517 to Paris, The Mule, Sully, American Sniper, Invictus, das waren alles Heldengeschichten, teilweise auch auf wahren Begebenheiten, genauso wie Richard Jewell. Wie ist es? Ist das ein Held? Ist das ein interessanter Held, dieser Richard Jewell? Oder ist das einfach so ein Abziehbild? Nee, es war schon sehr spannend. Und auch dadurch, dass du anfangs ihn kennenlernst und nicht unbedingt direkt sympathisch irgendwie dargestellt wird, fand ich das eigentlich eine ganz gelungene Darstellung. Also es war jetzt nicht so ein Abgefeiere nur, sondern es war schon differenziert, würde ich jetzt mal sagen. Also man versteht die Leute, die ihm erstmal ein bisschen skeptisch gegenüber sind, denn er wird dann auch angeschwärzt, mehr oder weniger, von diesem Direktor der Uni, wo er mal gearbeitet hat, und der hat halt erste Zweifel, also was den Charakter von ihm angeht, dass es da vielleicht nicht mit rechten Dingen zugeht und so weiter. Und das versteht man, weil er ist anfangs wirklich ein bisschen strange, und auch im weiteren Verlauf des Films erfährt man immer Sachen über ihn, die jetzt diese Schlussfolgerung irgendwie, wie sagt man, vom Tisch wischen. Also dass du schon die Leute verstehst, die denken, okay, vielleicht hat der nicht alle Tassen im Schrank oder so. Wie gesagt, das fand ich interessant. Tut einem denn dieser Richard Jewell dann auch irgendwann mal leid, wenn er halt eben die ganze Zeit, sag ich mal, als Tatverdächtiger behandelt wird, obwohl er ja, wie er jetzt bekannt ist, nicht der Täter war, sondern tatsächlich derjenige, der halt verhindert hat, dass weitaus Schlimmeres passiert ist? Ja, auf jeden Fall, aber vor allem an der Mutter sieht man das ganz deutlich, also gespielt von Kathy Bates, weil er ist halt wirklich so ein schrulliger Typ, und auch sein Verhältnis dann zu diesen FBI-Agenten ist halt durchaus so kompliziert, also wie er sich dann teilweise selber halt in Schlamassel rein manövriert, weil er dann immer, sagt er auch im Trailer irgendwie, er hat halt gelernt, Autorität zu gehorchen, so ungefähr. Und wenn das FBI vor der Tür steht und sagt, hey, du kommst jetzt mal mit auf die Wache und machst das und das, die schwindeln dann auch so ein bisschen, aber er ist halt so naiv und ein bisschen komisch halt einfach, und deswegen, ja, macht er es selber nicht immer besser, aber die Mutter halt, die leidet halt auch sehr drunter. Und da gibt's dann auch so eine ganz emotionale Rede, wo sie sich dann halt vor die Presse stellt und sagt so, hey, lasst uns in Ruhe, wir sind fertig mit den Nerven, so ungefähr. Und da tun die dir schon leid, ja, kann man nicht anders sagen. Kathy Bates ist übrigens für die Rolle Oscar nominiert gewesen. Was sagst du, verdient oder unverdient? Völlig verdient. Also gerade dieses Dreiergespann aus Paul Walter Hauser, der ja, glaube ich, für den Golden Globe nominiert war,
Den kannte ich noch nicht. Der hat ja schon in Black Clansman und I, Tonya, die habe ich eigentlich gesehen. Da ist er mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja, in I, Tonya spielt er diesen übergewichtigen Bodyguard, der im Prinzip der Auftraggeber ist für dieses, ich nenne es mal, Attentat da. Ja, okay. Ja, wie gesagt, mir ist der jetzt nicht weiter, also der ist mir jetzt echt erst in dem Film hier, aber hier ist ja auch die Hauptrolle, ja, logischerweise. Der trägt den Film schon, also zwischen Katie Bates und Sam Rockwell irgendwie nicht, wie sagt man, abzustinken, muss er auch erstmal schaffen. Aber gerade auch Sam Rockwell, dass der ein grandioser Schauspieler ist, wissen wir ja alle, aber trotzdem hat er mich in dem Film nochmal positiv überrascht. Also, dass der keine Nominierung für Oscar Golden Globe nicht bekommen hat, fand ich durchaus verwunderlich, weil das war wirklich so auf der einen Seite sympathisch, aber irgendwie ist er dann doch auch ein bisschen schmierig am Anfang und so. Aber die dann in diesem Dreiergespann, das war so sympathisch und da kann ich auch gleich noch sagen, ich fand den Film überraschend witzig. Das ist echt viel Situationskomik drin, die ich jetzt vom Trailer und von dem ganzen ernsten Thema nicht erwartet hätte. Also ich fand den wirklich auch witzig. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass er witzig ist, so wie du es beschreibst, denn wir dürfen nicht vergessen, Regie führte Clint Eastwood. Ja. Und Clint Eastwood hat ja also unglaublich viele Filme gedreht in den letzten Jahren. Der Mann ist jetzt auch schon, glaube ich, fast 90 oder sogar über 90. Und was all diese Filme gemein haben, ist, dass die Inszenierung immer sehr nüchtern ist und immer sehr, sehr klar ausformuliert ist, da wo auch wenig Spielraum für Humor ist. Deswegen bin ich jetzt von deiner Äußerung überrascht, dass der Film durchaus seine witzigen Momente hat, was ja im Prinzip auch Sinn ergibt, weil du ja gesagt hast, dass dieser Richard Jewell ja eine recht schrullige Figur einfach ist. Genau. Aber und halt eben im Zusammenspiel mit, Entschuldigung, was? Nee, bitte, vor Ort. Ja, eben halt in dem Zusammenspiel mit diesem Sam Rockwell halt, mit dem Anwalt, der halt eigentlich ihm helfen will, aber auch nicht jetzt der strahlende Held ist, sondern auch relativ menschlich und hat auch seine Macken und so. Und wie die zwei interagieren, das ist teilweise wirklich witzig. Also das hat mich auch überrascht. Aber ist da nicht auch die Gefahr drin, dass sich der Film dann auch ein bisschen über den Helden lustig macht? Denn er ist ja alleine optisch das perfekte Opfer, weil er ist dick. Ja, du hast gesagt, er ist schrullig, er nimmt die Regeln immer ein bisschen zu ernst. Es wäre ja sehr einfach, wirklich den einen oder anderen Gag auf seine Kosten zu generieren. Macht das der Film oder schafft er das da irgendwie, die Balance zu halten? Ja, doch, also irgendwie macht er das gut. Also ich macht sich nicht über ihn lustig sozusagen, sondern wenn es halt mal witzig wird, dann ist es schon charmant. Es ist nicht nicht über ihn lustig machen sozusagen. Hatte ich nicht das Gefühl. Ja. Hast du Clint Eastwoods Sully gesehen? Nee, ich habe von Clint Eastwood eigentlich so gut wie gar nichts gesehen, außer Million Dollar Baby und Invictus. Aber ich habe auch in einer anderen Kritik schon Vergleiche zu Sully gelesen. Mhm. Also wollte ich mir auch mal anschauen, kenne ich nicht. Ja, Sully geht ja um diesen Chelsea Sullenberger, der einst diese Notwässerungslandung am Hudson River oder Hudson Bay, New York, hingelegt hat. Das ist, der Film folgt, ich habe Richard Jewell nicht gesehen, aber was du erzählst, folgt ja so ein bisschen dem gleichen, also der gleichen Thematik, weil auch da geht es halt darum, ein Mann, ein Amerikaner, rettet unglaublich viele Leute das Leben und wird aber dann verdächtig, dass er eigentlich schuld eigentlich mit dafür ist. So. Und du hast ja gesagt, dass das FBI sich da auch einschaltet. Werden die FBI-Ermittler so ein bisschen auch als ja nicht Schurken, aber schon so als Antagonisten dargestellt? Ist es so, dass wenn sie ihn verhören, dass man irgendwie denkt so, boah, diese verdammten Arschlöcher, ich hasse die so, die sind so unsympathisch und so, ah, lass den armen Richard in Ruhe. Oder ist es mehr so, dass er schon so weit inszeniert und sagt, okay, es ist schlimm für Richard Jewell, aber stellt euch mal vor, ihr seid die FBI-Agenten und all das, was sich so Richard Jewell bislang gemacht hat und wofür er bekannt ist, mit all seinen Eigenheiten, dass es also Sinn ergibt, dass man ihn verhört. Ja, das finde ich auch eine gute Frage, denn eigentlich ist es einer meiner Kritikpunkte, dass halt Richard Jewell, der Anwalt Sam Rockwell und die Mutter ist halt jetzt auch nicht zweidimensional, die ist halt, mit der hast du Mitleid und so, aber deswegen die John Hamm als FBI-Agent und Olivia Wilde, die fand ich halt, da geht's schon so ein bisschen in so ein Schwarz-Weiß-Malerei rein. Sie werden schon so ein bisschen inszeniert, dadurch auch, dass das FBI ihn teilweise täuschen will und so. Und unter falschen Aussagen irgendwie in das FBI-Quartier lockt und so, fand ich sie teilweise schon ein bisschen zu schuckisch und böse, in Anführungszeichen. Und da ist nämlich auch, also was jetzt Olivia Wildes Charakter angeht, da gab es nämlich eben so eine Kontroverse, dass halt diese Katie Strux
Angehörige von ihr und auch ihre damalige Zeitung haben halt jetzt eben schon sich ordentlich beschwert über diesen Film, wie die denn da dargestellt wird. Weil in einer Szene wird zum Beispiel auch suggeriert, dass sie halt dann mit dem FBI-Agent Sex hat, um an Informationen zu kommen und so. Und dafür gibt's wohl keine Beweise. Also sie war wohl sehr überambitioniert und weiß ich nicht. Aber dass man das dann so zeigt, das finde ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen grenzwertig. Vor allem, was ich nämlich auch noch gelesen habe hier, Kathy Strux ist 2001 irgendwie gestorben an einer Überdosis Drogen. Und sie hat wohl auch unter diesem Fall sehr gelitten. Und deswegen, verständlicherweise, sind die jetzt natürlich nicht so begeistert über die Darstellung dieser Figur in dem Film. Man sieht zwar in einer Szene, wo dann rauskommt, okay, er ist fertig und eventuell ist er doch nicht schuldig. Und dann zweifelt sie auch dran und dann siehst du sie schon auch ein bisschen emotional zusammenbrechen, sage ich jetzt mal, wo sie dann merkt, dass sie eventuell einen Fehler gemacht hat und ihm damit sein Leben zerstört hat, so ungefähr. Aber wie gesagt, das hast du schon richtig angesprochen, dass man gerade den FBI-Agenten und die Journalistin vielleicht ein bisschen, wie sagt man, differenzierter hätte inszenieren können. Jetzt hast du mir im Vorgespräch ja schon gesagt, dass du zwar von diesem Attentat 96 in Atlanta wusstest, aber halt nicht, ja, wie das endete für diesen Richard Jewell. Jetzt haben wir ja schon gesagt, wie es endete, also oder haben es schon ein bisschen Vorstellung betrieben. Was ich ganz interessant finde, der Film ist halt als Drama konzipiert. Und du hast gesagt, du wusstest dann gar nicht so, ah, ist das vielleicht doch, dass am Ende noch so diese böse Schlusspointe kommt, wo dann der, ja, also so Kesa Susi oder hier Edward Norton im Zwielicht etc. pp. Hast du ihn wirklich als Füller gesehen oder mehr als Drama? Nee, ich habe den Trailer gesehen und wusste nicht so richtig, eben wie es ausgeht und kannte die Geschichte um ihn nicht, deswegen ein bisschen peinlich natürlich jetzt im Nachhinein, dass ich dachte so, war es vielleicht doch und das ist natürlich dann Quatsch im Nachhinein, aber nee, er ist kein richtiger Thriller und das habe ich mir während dem Film schon gedacht, so hä, irgendwie habe ich mir jetzt was ganz anderes vorgestellt, ich dachte, er wäre spannender, ich dachte, hätte mehr, ja, ich sage jetzt mal Twists ganz blöd. Wie gesagt, ich habe einfach total mit was anderem gerechnet. Und so war es dann eben nämlich schon eigentlich ein Drama. Also ein emotionales, personenbezogenes Drama, was ich zuerst eventuell nicht so erwartet hatte. Ja. Wie war es denn mit der Laufzeit? Er geht hier über 2 Stunden. Das ist ja jetzt keine richtige Überlänge, aber es kann ja schon sein, dass man es merkt, wenn man im Kino sitzt. Fandest du ihn jetzt eher kurzweilig oder zu lang oder was auch immer? Ja, kurzweilig kann man schon sagen. Also ich fand dieser Vorfall, dieses Bombenattentat zum Beispiel, der Herr Eastwood, der lässt sich ja durchaus Zeit und erstmal den Typen halt ein bisschen zu charakterisieren und vorzustellen und so. Und dann auch die Szenen, wo das dann passiert, wo sie in diesem Park sind, da gibt's dann noch 2 Tage vorher. Also man sieht dann schon andere Events, wo er dann in der Security ist und so. Und das lässt sich schon alles Zeit, aber ich fand's wirklich nie langweilig. Also wo dann diese Hetzjagd erst losgeht, da ist man, glaube ich, schon fast eventuell sogar bei der Hälfte des Films, wenn ich mich recht erinnere, oder ja, nee, aber es ist mir überhaupt nicht negativ aufgefallen, die Laufzeit. Okay. Hast du noch irgendetwas, was du jetzt unbedingt über den Fall Richard Jewell sagen oder loswerden möchtest, außer dein Fazit? Ich fand's halt noch spannend, dass es halt durchaus irgendwie schon Kritik vermittelt. Also ich habe auch ein Interview mit der Frau gelesen, die Vorlage halt geschrieben hat. Irgendwie. Marie Brenner. Und was ihr halt am Herzen lag, also dass halt ja Reporter und auch Polizei halt nicht so schnell überstürzte Schlüsse ziehen sollte. Also jetzt gerade bei der Presse natürlich aus dem Grund, dass sie halt schnell die nächste große Story irgendwie haben wollen und nicht ausreichend vielleicht über die Folgen nachdenken. Und das passt ja auch zur heutigen Zeit mit diesen ganzen Clickbait-Artikeln, dass jeder immer als Erster so schnell wie möglich irgendwas raushauen muss, dass das halt durchaus auch beschissene Folgen haben kann. Das fand ich halt eigentlich eine gute Message irgendwie. Und trotzdem auf der Polizeiseite irgendwie, da hat man, wie du auch vorher schon gesagt hast, schon auch ein bisschen, Mitgefühl nicht, aber man versteht es halt ein bisschen, dass die, warum sie so handeln. Also sie wollen halt nicht ohne Verdächtigen dastehen oder sie wollen halt nicht tatenlos
wirken und so. Sie müssen halt einfach jeder Spur nachgehen, gerade bei sowas. Genau. Ja, das trage ich schon wie ein Bombenanschlag, ne? Also man versteht die Motivationen teilweise. Ich fand es dann teilweise halt, wie vorher schon gesagt, ein bisschen, manchmal ein bisschen zu schwarz-weiß inszeniert, aber ich komme zum Fazit dann. Okay, dann würde ich sagen, Fazitzeit, du kannst geben 0 bis 5 besorgte Mütter. Ja, wie gesagt, ich habe ja gerade mein Fazit schon gestartet, mehr oder weniger. Ich fand ihn halt, also auf jeden Fall ist der Film darstellerisch halt einfach ein Fest, sage ich mal. Also wirklich, was das Sam Rockwell und auch Paul Walter Hauser und Kathy Bates, die fand ich bockstark. Und auch John Hamm und Olivia Wilde machen ja auch ihre Sache gut. Wie gesagt, ich fand es jetzt ein bisschen, teilweise ein bisschen grenzwertig, auch gerade im Fall von dieser Kathy Strux mit dieser Hintergrundinformation vielleicht ein bisschen fahrlässig sogar. Aber das wäre jetzt ein Minuspunkt. Aber sonst fand ich ihn überraschend witzig, fand ihn fesselnd, fand ihn unterhaltsam, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich gebe dem 4 von 5 besorgte Mütter. Oh, viele Tränen. Ja. Okay. Ja, dann danke ich dir für deine Einschätzung, Wertung zu der Fall Richard Jewell. Und ich verabschiede mich hiermit, sage Tschüss und du hast die letzten Worte. Ciao. Das Weltall. Nein, Netflix. Unendliche Weiten. Und in diesen unendlichen Weiten gibt es seit gut 3 Wochen eine neue Comedy-Serie namens Space Force. Und die haben wir geguckt. Und mit wir meine ich nicht nur mich, hallo, ich bin der Stu, sondern auch zum einen den Kenny. Grüß dich, Kenny. Einen wunderschönen guten Tag. Und den allseits beliebten Patrick. Hallo, Patrick. Hi. Spätestens nächstes Jahr heißt es Boobs on the Moon. Das war ein Tippfehler. Ich weiß. Ja. Ob ihr euch den Space Force angucken sollt, das werden wir jetzt klären. Aber was wir vorab klären müssten, ist, worum geht's in der Serie überhaupt? Kenny, kannst du grob die Handlung zusammenfassen? Ja, einfach gesagt. Die USA gründet eine neue Militäreinheit. Gibt ja verschiedene, gibt ja die Army, die Navy und solche Sachen. Und es gibt eine neue, die nennt sich die Space Force, die quasi die militärische Streitkraft im Weltraum sein soll. Und in der Serie geht es quasi genau um die Gründung dieser Space Force und die Anfänge mit den ersten Militärprojekten und wie die ganze Personalstrukturierung anfängt. Natürlich geht es auch um Geld, Politik und auch um zwischenmenschliche Sachen zwischen den Personen, die auf der einen Seite sich um diese Space Force kümmern müssen, aber auf der anderen Seite auch private Probleme haben. Vielen Dank. Grob zusammengefasst. Ja. Das stimmt. Es ist die neue Serie von Greg Daniels. Der hat unter anderem jetzt zuletzt gemacht diese Amazon-Serie Upload, die ich empfehlen kann. Aber natürlich auch so Sachen wie Parks and Recreation und die amerikanische Fassung vom Office. Und genau wie bei The Office USA ist die Hauptrolle besetzt bei Space Force mit dem großartigen Steve Carell. Fangen wir erstmal so an. Was haltet ihr von Steve Carell, Patrick? Fan oder eher so nicht so? Ich finde ihn schon klasse. Manchmal weiß man ihn nicht so richtig einzusetzen. Aber wenn man ihn gut ausspielen kann, dann ist es ein ziemlich guter Comedian. Kenny, wie stehst du zu Mr. Carell? Also ich mag ihn sehr gerne. Immer wenn er auf der Leinwand zu sehen ist oder auf dem Bildschirm, ist er sehr sympathisch und spielt geniale Rollen. Hat mich auch schon mehrmals zum Lachen gebracht. Allerdings bei The Office bin ich raus. Das ist überhaupt nicht meins. Genauso wie auch Stromberg und die britische Office-Serie. Das ist überhaupt nicht meins, weil das so Cringe-Fremdschämen ist. Da bin ich voll raus. Aber gegen Steve Carell habe ich selbst überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich fand es geil, als ich gehört habe, dass er die Serie macht. Ja, ich bin auch, jetzt bin ich großer Fan. Ich bin Fan von Steve Carell, das würde ich sagen. Ich mag vor allem, wenn er sich versucht, in ernsteren Rollen zu behaupten, weil er das bislang echt immer sehr schön gemeistert hat. Sei es jetzt in Foxcatcher oder Beautiful Boy. Und bin aber natürlich auch sehr vertraut mit seiner komödiantischen Arbeit, die er überwiegt, so wie jetzt im Space Force. Und ich habe mich sehr auf die Serie gefreut. Und ich möchte gleich mal mit einem, wie ich finde, größten Kritikpunkt an der ersten Staffel anfangen. Und zwar, so toll und spaßig diese ganze Geschichte mit der Figur von Steve Carell und seinem Team ist, so langweilig und öde fand ich diesen Subplot mit seiner Tochter. Ihr dürft mir jetzt gerne widersprechen oder mir zustimmen.
Ich wäre für Letzteres. Da wir schweigen, würde ich sagen, stimmen wir zu, oder? Also ich glaube, es gehört dazu. Es ist langweilig, aber ohne wäre es auch blöd, weil es soll ja quasi darstellen, seine emotionale Seite neben dem Buch. Ein Stück weit hat sie ihn geerdet, aber diese Handlungsstränge, die mit ihr aufgemacht werden, die sind teilweise schon sehr dürftig und auf billige Dramatik ausgerichtet. Also ich stimme, siehst du da schon zu. Ich muss wohl auch sagen, dass es so, ich würde sagen, in den letzten drei Folgen hatte ich das Gefühl, dass sie es selbst gemerkt haben und das deutlich zurückgefahren haben. Ist auf in der letzten Folge dann wieder nicht. Ja, die letzte Folge, ja, das ist halt so ein Ding für sich. Die letzte Folge, das kann man vielleicht hier ohne Spoiler sagen, ist auch sehr Cliffhanger-mäßig. Ne? Auf die zweite Staffel wird das schon ordentlich geschielt, die Netflix offiziell noch nicht bestätigt hat. Das sollte hier gesagt werden, aber da Space Force seit Erscheinen vor, glaube ich, 3 oder mittlerweile fast schon 4 Wochen bei Netflix immer noch in den Top 10 ist, glaube ich, stehen die Zeichen gut, dass Netflix der Serie eine zweite Staffel geben wird. Bevor er der Serie dann in der dritten Staffel den Gnadentod gibt, wie so vielen Netflix-Serien. Ja, bestimmt. Aber manche Staffeln oder manche Serien sind ja auch nach 3 Staffeln vielleicht einfach auserzählt. Wir haben Steve Carell in der Hauptrolle, wir haben aber noch weitere sehr bekannte Namen, unter anderem Lisa Kudrow als seine Frau, da können wir gleich noch gerne drauf eingehen, und vor allem John Malkovich als sein wissenschaftlicher Berater. Und ich mag John Malkovich wirklich sehr, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich ihn zum letzten Mal in einer wirklich komödiantischen Rolle gesehen habe. Und ich muss sagen, für mich ist John Malkovich so ein bisschen so wie das kleine Highlight der Serie. Kenny, wie fandest du den Mr. Malkovich? Muss jemand wie ich auch an Burn After Reading denken? Weil das ja auch eine sehr zynische Komödie ist. Ja, stimmt. Und da spielt er ähnlich eine Rolle, wo er jemanden Seriöses spielt, der aber auch gerne mal ausrastet. Mhm. Und das finde ich, das trifft das auch relativ gut. Also ich persönlich mag John Malkovich in all seinen Rollen, egal was er spielt. Das ist einfach ein Name, der für Qualität steht. Aber als ich gehört habe, dass es halt so eine zynische Parodieserie ist und dann John Malkovich drin, dachte ich mir, okay, gut, das muss ich haben. Und man wurde natürlich nicht enttäuscht, ne? Also sehr zynischer Charakter mit verschiedenen Eigenschaften, der aber auch gerne mal aus der Haut fährt und richtig schön ausrastet. Und ich liebe es, wenn er wirklich anfängt auszurasten und zu fluchen. Das ist einfach genial. Ich liebe es einfach. Ich möchte nur die eine Folge erwähnen, wo die das Personal suchen für den Weltraumeinsatz und dann diese Skype-Konferenz machen und dann wird einfach nur noch geflucht und geflucht. Ja, war sehr gut. Aber das war mit einer meiner liebsten Szenen, wo sie wirklich dieses Personal für diese Weltraummission suchen und aus Kostengründen dann irgendwie auf die gelben Seiten zurückgreifen müssen. Da hat es schon so leichte Silicon Valley-Vibes, wo dann die Technik auch total versagt hat. Ja, stimmt. Ich musste auch oft an die HBO-Serie Silicon Valley denken. Das stimmt, Für mich waren so die Szenen mit Steve Carell und John Malkovich, also wo die beiden zusammen vor der Kamera waren, das war so für mich das eigentliche Herz der Serie und für mich so die Highlights in der Serie. Da hat John Malkovich Spaß wie lang nicht mehr in der Rolle gehabt. Also er war wirklich für mich auch das kleine Highlight der Reihe. Man muss kurz dazu erwähnen, welche Rolle er eigentlich spielt. Also John Malkovich spielt die Rolle des Dr. Adrian Mallory und er ist der wissenschaftliche Berater des Generals, also von Steve Carell. Und er hat allerdings die Intention, wirklich Wissenschaft zu betreiben. Also er will die Menschheit wissenschaftlich voranbringen und ist absolut gegen das Militär. Und dadurch kommen die beiden immer wieder in Konflikte, weil der eine möchte natürlich Militärstreitkraft voranbringen, der andere möchte einfach nur auf den Mond und ins Weltall und das Weltall besiedeln. Und so haben die beiden eigentlich einen ziemlichen Konflikt miteinander, kommen sich aber im Laufe der Serie emotional doch näher und schweißen sich eher doch zusammen. Und das ist so ein schöner Widerspruch, der sich dann wieder harmoniert. Das ist sehr, sehr unterhaltsam und auch sehr doch gefühlvoll. Sie können eben nicht miteinander, aber auch nicht ohne. Genau, richtig. Was man ja auch sagen muss, die Serie ist halt schon eine Comedy-Serie, aber ich finde, sie hat durchaus ein paar schöne Sachen, die sie auch ernst nimmt. Es gibt ja diese eine Folge da vom Kongress, wo sich Steve Carell halt eben dafür verantworten muss, dass irgendwie eine Orange in den Weltall geschossen wurde für einen Astronautin im Wert von $10,000. und das fand ich aber, seine Rede, die fand ich stark. Also da hat er, dem würde ich sogar beipflichten. Und da merkt man auch, dass die Serie nicht nur in dieser einen Szene, sondern wirklich mehrfach sehr deutlich gegen eine gewisse Person schießt, die aktuell im Weißen Haus ganz oben sitzt. Das wird doch... Der Name Trump wird nie erwähnt, es wird immer nur vom Präsidenten oder von ihm da oben erzählt, aber ich finde, man merkt sehr, sehr, sehr deutlich, wen sie da auf Kicker haben.
Zumal auch sehr oft das Wort Twitter benutzt wird und der Präsident hat gerade das getwittert und das getwittert. Also das ist schon eine schöne Anlehnung an die leichte Realität. Oder die First Lady hat das die neue Uniform der Space Force designt. Im Prinzip ist ja Space Force auch an Trump angelehnt, weil er immer was gesagt hat, so von wegen, er gründet jetzt seine eigene Space Force. Also schon allein der Titel ist total auf Trump umgemünzt. Ja, das ist richtig. Er hat die United States Space Force Anfang 2019 gegründet. Das ist die sechste Teilstreitkraft der Streitkräfte der USA. Und jetzt kommt's. Netflix hat sich den Namen Space Force halt rechtlich schützen lassen in diversen Ländern. Und das US-Militär verdient durchaus einiges an Extrakohle mit Merchandise von ihren Streitkräften. Es gibt noch kein Merchandise zur United States Space Force, aber wenn das Militär das vorhat, könnte es sein, dass Netflix dann sagen kann, keine Chance, wir haben die Rechte an dem Namen. Stark. So cool. Also es ist schon, also die Serie ist schon wirklich sehr klar gegen Trump, was ich ja nicht schlecht finden kann als denkender Mensch. Aber es geht ja auch um mehr. Es geht halt auch so um, ja, den Workflow, ja, das Arbeiten mit anderen Menschen. Es gibt ja doch wirklich diverse Figuren. Es gibt eine junge Pilotin, die als Astronautin rekrutiert wird. Es gibt diesen Botaniker, nenne ich es mal, gespielt von Jimmy O. Yang, der ihr Nachhilfe gibt. Es gibt die schon von, mir gerade eben erwähnt, Lisa Kudrow, die Frau des Generals spielt. Also die Serie ist wirklich sehr reich an Figuren. Fandet ihr vielleicht, dass es hin und wieder vielleicht ein bisschen zu viel war oder war es für euch genau richtig? Ich würde sagen, die wollten da genau das erreichen, oder? Also, dass es halt viel Diversity gibt. Das heißt, es gibt Homosexuelle, es gibt Schwarze, es gibt Asiaten, es gibt Weiße. Und alle ziehen gemeinsam an einen Strang, ohne irgendwelche Konflikte über dieses Thema. Ich glaube, das soll halt eine Zwischenbotschaft sein, im Sinne von, wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir gemeinsam was erreichen, statt gegeneinander zu kämpfen, was ja gerade politisch sehr aktuell ist. Und diese Thematik gibt es halt dort überhaupt nicht. Im Gegenteil, dort harmoniert das halt alles miteinander, ohne darüber reden zu müssen. Und das ist halt so eine kleine, vielleicht Anführungsstrichen Traumwelt oder eine Utopie, wie es halt schön wäre, wenn sie wirklich so wäre. Also, mir waren es teilweise zu viele Charaktere, aber man merkt auch, dass da so ein gewisses Worldbuilding machen, also ein gewisses Fundament bauen, in dem sie aufbauen könnten, wenn sie jetzt erfolgreich sind und mehrere Staffeln machen wollen. Also da hat man schon was, auf dem man aufbauen kann. Wir haben sogar ein Relikt aus Parks and Recreation. Ben Schwartz, der spielt hier auch eine ähnliche Rolle wie sein Ralphie aus Parks and Recreation. Er ist genauso von der Redeart, auch so dieser handysüchtige PR-Berater, der da auch immer wieder mit Twitter und sonst was kommt, der dann die Helden auch nach Aussehen castet und nicht, ob sie wirklich Helden sind, sondern nach PR-Tauglichkeit. Stimmt, also, wobei man sagen muss, ich glaube, Ben Schwartz spielt, glaube ich, immer die gleiche Rolle, oder? Also auch bei Sonic, ja. Auch bei Sonic, hat ja. Hat bei euch eigentlich jemand bekommen, wie der Typ wirklich heißt? Also ich habe nachgelesen, der Charakter heißt F. Tony Scarapiducci. Aber in der Serie höre ich immer nur Fuck Tony oder Fack Tony. Fuck Tony, ja. Fuck Tony, okay. Ich glaube, das ist so auch so eine Art Running Gag. Genauso wie dieser Running Gag, dass der Steve Carell immer zu seinem Sekretär kommt und dann in sein Büro geht und dann sitzt da immer schon einer. Und dass der Sekretär ein Ein-Sterne-General ist. Ja, schon ein Lernanz. Wobei der geilste Running Gag ist ja seine Frau, ja, die im Gefängnis sitzt und keiner weiß warum. Genau, das fand ich wirklich großartig. Also sie sitzt im Gefängnis, also das, man muss ja so sagen, die Serie fängt hier an mit so einer, ich sag mal so ein Prolog, wo halt Steve Carell Figur erfährt, okay, ich bekomme jetzt diesen neuen Posten, dieser neu gegründeten Streitkraft, und dann springt's, glaube ich, so ein halbes Jahr in die Zukunft oder ein Jahr in die Zukunft, und dann ist sie aber im Knast und es wird wirklich nie erklärt, warum. Wir wissen nur, dass sie wahrscheinlich längere Zeit da im Knast sitzen wird. Und dass sie im Knast schon ein paar Freundschaften geschlossen hat. Und Ein Buchclub, genau. Und ich fand es wirklich total schön, weil ich das Gefühl hatte, dass die Serie das wirklich absichtlich macht und auch so ein bisschen so die Zuschauer trollt, die jetzt unbedingt wissen wollen, warum sitzt sie denn im Knast? Warum? Was ist passiert? Und das fand ich echt Mich schön. Hat das tatsächlich auch so einen Gag von IT-Crowd erinnert, wo dann drauf angespielt wurde, ja, mit so einer gewissen Rede wurde
der Chef dazu überredet, da den Grufti wieder aus dem Keller zu lassen. Und dann so, ja, wie hast du das denn geschafft? Ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr wiederholen, aber das, was sie gesagt haben, waren genau die richtigen Worte. Wird also genauso offen gelassen. So diese Art Gag war es. Ich hoffe, er wird nie aufgelöst. Ich hoffe, der Gag wird nie aufgelöst. Ich hoffe es auch nicht. Also der Greg Daniels hat auch schon gesagt, sie wissen es selber eigentlich nicht so richtig, warum. Aber ich fände es auch cool, wenn sie es im Dunkeln lassen. Ne? Weil ich glaube, in einer Folge der ersten Staffel wird ja auch irgendwie gesagt, ja, es sind irgendwie 25 Jahre oder so. Und dann fragt man sich, warum sitzt man 25 Jahre im Gefängnis? Für was? Es kann ja eigentlich nur Mord sein, oder? Ich hab eine Theorie. Bitte. Vielleicht hat es ja was mit dem leuchtenden Koffer aus Pulp Fiction zu tun. Das könnte sein. Tja, was war da drin? Lisa Kudrow? Magen Koffer zu, es zieht. Okay, andere Frage. Habt ihr es auf Deutsch geguckt oder auf Englisch original? Teils, teils. Ich habe es angefangen auf Englisch und ich gucke ganz gerne abends oder nachts so vom Einschlafen im Bett noch ein bisschen im Laptop. Und dann bin ich aber nicht so aufnahmefähig, dann lieber auf Deutsch. Deswegen würde ich sagen 50-50. Okay, weil ich habe sie mir beim ersten Mal angucken auf Deutsch angeschaut und anschließend nochmal auf Englisch. Beim ersten Mal anschauen. Oh, oh, oh. Ja, der Kenny ist der Streber unter uns. Ich finde sie ja wirklich gut. Na, der Vorteil ist, die Serie ist halt nicht lang. Ne? Es sind 10 Folgen, jeweils 30 Minuten. Das heißt, du hast die Serie in 5 Stunden durch. Und sie ist halt auch nicht jetzt überkompliziert, dass man halt sagt, okay, oh, nach einer Folge habe ich genug. Wie soll ich mir nach ein paar Folgen Breaking Bad, wo man sagt, so, oh, okay, reicht erstmal. Das kann man in Ruhe durchbingen, ohne dass man Kopfschmerzen kriegt. Und es Probleme. Ist aber auch zum Glück nicht so stumpf, wie man denkt. Wir haben zum Beispiel an Steve Carell, der auf dem ersten Blick wie der total dumme Militärfuzzi wird. Aber dann, wenn er seiner Tochter hilft und so, dann merkst du auf einmal, okay, der Typ hat anscheinend doch was auf dem Kasten. Deswegen ist er in dem Posten, den er da auch hat. Also man begnügt sich damit nicht, dass die Charaktere nur Stereotype bleiben, sondern verschafft ihnen im Verlauf der Staffel auch so ein gewisses Profil. Ja, also das fand ich auch schön, dass die Serie da immer wieder so umswitcht zwischen schon durchaus ernsterer Komik, aber dass sie auch durchaus einen Hang hat zum Klamauk. Und da möchte ich vor allem die zweite Folge als Vorbild nehmen. In der zweiten Folge geht es darum, dass ein Affe im Weltraum, also in der Raumstation ist und Reparaturarbeiten vornehmen muss. Und so bescheuert es war, ich habe mich tot gemacht. Okay, das ist die einzige Folge, die mir auf den Sack ging, weil ich kann es nicht mehr leiden, wenn man irgendwelche Tiere oder vor allem Affen benutzt, um Menschen zu unterhalten. Da bin ich komplett raus. Also das war ein Problem, dass ich die zweite Folge geguckt habe, dachte mir so, okay, die greifen in der zweiten Folge schon auf Affen zurück, okay, wo geht das noch hin? Aber dann ging es wieder voran. Ja, also bei der Folge bin ich raus. Soll ich mal sagen, das ist Geschmackssache. Entweder, da sind es ja keine Affen, die halt rumrennen und die so Leute unterhalten sollen, sondern das sind ja dann bewaffnete Affen, die einen umbringen. Das ist ja eine andere Geschichte. Ach so. Also schwer vergleichbar. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern, aber der Affe hat doch auch umgebracht. Also dementsprechend. Ja. Und vor allem, was für ein Tier umgebracht hat. Das war sehr unsympathisch. Sehr unsympathisch. Also ich fand es großartig. Was ich auch eine schöne Folge fand, war diese Wettbewerbsfolge, wo sie mit der Air Force konkurrieren. Ich sag nur ein Wort: Exoskelett. Ja, ja. Welche Stelle ich auch mochte, war, wo Steve Carells Charakter John Malkovich bloßgestellt hat und wie er da reagiert hat, da merkst du genau, deswegen hatten sie John Malkovich drin, also diese innerliche Zerrissenheit, die merkst du ihm da die ganze Zeit an. Wollen wir zum Fazit kommen oder wollen wir zum Fazit kommen und danach noch ein bisschen spoilern? Das überlasse ich jetzt euch. Beides, wie war's damit? Erst Fazit, dann Spoiler? Ja, das wären meine zwei Optionen, Fazit und Ende oder Fazit und dann Spoilern. Also ihr wollt Tor 2. Okay. Gut. Dann machen wir mal unser Fazit. Ihr könnt vergeben 0 bis 5 Weltraumschimpansen, würde ich mal vorschlagen. Oh nein. Oh doch. Bitte nicht. Wenn ich Schimpansen vergeben muss. Und der Candy fängt an. Oh, das tut mir gerade wirklich seelisch weh. Oh Mann. Wenn ich Schimpansen vergeben muss, gebe ich einen. Nein, Weltraumschimpansen. Ich sag 4,5 von 5. Also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Es trifft voll mein Humorzone. Also ich mag halt sarkastischen, zynischen Humor. Das ist voll mein Ding. Die Besetzung ist perfekt dafür. Wir haben genug über John Malkovich geschwärmt. Definitiv ein absoluter Pluspunkt. Dann das Thema Weltraum ist absolut sowieso mein Ding. Also es kommen da so viele Sachen zusammen,
dass ich einfach sagen muss, trifft voll meinen Punkt. Geiler Humor, coole Story, interessante Charaktere, verschiedene Charaktere, die dann doch zusammen harmonieren. 4,5 von 5, trifft voll mein Ding. Patrick, du bist dran. Ich bin nicht ganz so euphorisch wie Kenny. Ich mochte die Serie tatsächlich ziemlich. Mir haben nur diese wirklichen Knaller-Gags teilweise gefehlt. Die letzte Folge zieht die Bewertung halt leider auch nach unten. Die fühlt sich an wie so ein, ja, wie kann man es am besten sagen? Ja, nach einer zweiten Staffel gierenden Fremdkörper. Und aber sie hat keine Affen. Ja, ja. Aber ich finde, da ist noch durchaus Potenzial zur Steigerung. Deswegen sind es bei mir so 3,25. Weltraumaffen. Jetzt kommen. Also jetzt hier nicht mit Viertelpunkt. Ja, okay, dann also halbe Punkt, lass ich noch durchgehen. 3,5, okay. Gut, dann positioniere ich mich zwischen euch mit 4 Punkten. Ich gebe Patrick recht, dass da relativ selten wirklich so richtige Mega-Knaller-Gags sind, aber das ist mir egal, weil ich wirklich durchgängig so ein Grinsen auf dem Gesicht hatte. Deswegen ist mir das egal. Ich mochte die Affenfolge. Mir sind Affen egal, so jetzt habe ich es gesagt. Liebe Affenfans, bitte schickt mir Hasspost, mir egal. Ja, genau. Genau. Okay, ich glaube, wir müssen mal so eine Podcast-Reihe über die Planet Affenfilme mit Kenny machen. Das wird interessant. Unbedingt. Also, Kenny gibt 4,5, ich gebe 4 und Patrick gibt 3,5. Damit können wir, glaube ich, gemeinsam eine ganz klare Empfehlung für die erste Staffel Space Force aussprechen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Spoiler-Part. Über welche Szenen möchtet ihr denn gerne reden? Oder welche Szenen wollt ihr einfach nur nacherzählen, weil die so komisch fand? Ihr dürft auswählen, bitte. Du darfst. Bitte. Ja, das ist schon super. Ja, dann nehmen wir doch das Gespräch, was wir schon hatten, mit denen, wo die nach den Leuten suchen für den Einsatz auf dem Mond, wo quasi ein paar Leute abspringen und dann brauchen sie einfach einen Ersatz und sie rufen halt die gelbe Seiten an, da kommt dann halt eine mexikanische Hausputzkraft und noch irgendein total krimineller Schlosser, Reparaturmensch, ja. Und dann sitzen die halt an diesem Telefon und John McAvoy sitzt vor diesem Gespräch und dann kommt dieses Fuck you, fake dich. Das ist einfach nur genial. Wirklich, ich hab mir die Szene wirklich auf Deutsch angeguckt und dann okay, das gebe ich mir jetzt nochmal auf Englisch zurückgespult, auf Englisch umgestellt. Fuck you. Und dann wieder auf Deutsch nochmal. Fand ich ja, einfach sehr geil. Ich fand. Welche Szene ich toll fand mit John Malkovich ist, wo sie, ich glaube, in der, ist das die 6., 7. oder 8., egal, wo sie irgendwie merken, verdammt, auf dem Mond haben sich die Chinesen breit gemacht. Und John Malkovich sagt, ja, wissen Sie, ich rede mit dem wissenschaftlichen Leiter des chinesischen Raumfahrtprojekts, weil wir Wissenschaftler, wir sind nicht wie Militärs, ja. Wir sind diplomatischer. Für uns steht die Wissenschaft im Fokus. Und das fand ich auch so herrlich, wenn dieser chinesische Wissenschaftler John Malkovich auch komplett auflaufen lässt. Ich fand's auch super lustig, wie Steve Carell so seine brillante Idee dieser PR-Beraterin erzählt hat, so von wegen dieser Handschüttelmaschine. Und dann sagt er, ja, aber ich werde da extra einen Security dazustellen, damit sich da niemand von der Hand einen von der Palme wedeln lässt. Und John Malkovich das so sarkastisch kommentiert, was, der hat sie gelobt für diese Handschüttelmaschine? Auch schön ist das eine Mal, wo Indien irgendwie denselben Raketentyp wie die Space Force plötzlich in den Weltraum schickt und sie glauben, sie haben irgendwie einen Spitzel oder einen Spion in ihren Reihen und sie dann diesen Ein-Sterne-General, der halt eben die Sekretärin von Steve Carells Figur ist, verhören. Das ist auch sehr amüsant, wie ich finde. Und was auch toll ist, ich sage nur Operation Denver. Okay, was war Operation Denver? Das muss ich überlegen. Das sagt Steve Carell auch immer dann, wenn er halt eben zu seiner Frau fährt, zu einem, ich sag mal, Sexbesuch. Ach so. Weil natürlich seine Kollegen nicht wissen sollen, dass er jetzt wegfährt, um Sex zu haben, nennt er es immer Operation Denver, aber jeder weiß halt, was gemeint ist. Also, wo die beiden im Kontrollzentrum stehen und sagt, ich habe heute noch einen wichtigen Termin. Ja. Und dann, was denn für einen Termin? Und beide sagen, zeig gleich Zahnarzt. Ach ja, genau. Was wir mal spoilern können. Die Pilotin des Generals, das gespielt von Tawny Newsom.
Ja, Captain Angela Ali, genau, eine afroamerikanische Pilotin, die dann dazu auserkoren wird, dass sie quasi die erste weibliche Person auf dem Mond sein wird, die auch zeitgleich noch schwarz ist. Und sie, bevor es soweit ist, überlegt sie halt Ewigkeiten, was sie sagen könnte, ne? Denn der berühmte Spruch wie hieß er, vom der erste Mal auf dem Mond? Neil Armstrong. Neil Armstrong, dankeschön. Hat er seinen typischen bekannten Spruch gehabt und sie hat überlegt, okay, ich brauche halt auch einen, ne? Ist halt eine wichtige Situation, ich brauche auch einen Spruch. Und sie überlegt sich zu sagen, okay, it is good to be back on the moon. Und dann ist es soweit, sie landet auf dem Mond, die ganze Welt schaut zu und dann sagt sie, it's good to be black on the moon. Was im Endeffekt aber ganz gut war, weil so war es ein bisschen Kraft für die schwarze Community, was ich sehr gut finde. Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt knapp die 25-Minuten-Marke erreicht. Ich glaube, damit haben wir fast eine Folge Space Force jetzt durch. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Deswegen kommen wir zum Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen des Telestammtischs. Und dann darf der Patrick sich verabschieden und der Kenny zum Schluss. Ciao, Leute. Ja, macht's gut. Bleibt gesund. Willkommen zurück zur nächsten Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Jetzt mit einem Mystery-Science-Fiction-Film, der mich, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wirklich überrascht hat und ich glaube auch dich nicht unbeeindruckt zurückgelassen hat. Hallo Marco. Hallo Paul. Grüß dich. Der Film, dem wir diese Besprechung widmen, der trägt den Titel The Vast of Night oder im Deutschen auch Die Weite der Nacht. Der Film hat eine Lauflänge von 91 Minuten. Er ist das Langfilmdebüt des amerikanischen Regisseurs Andrew Patterson. Und in den Hauptrollen sehen wir unter anderem Sierra McCormick und Jake Horowitz. Der Film erschien am 29. Mai 2020 bei Amazon Prime Video hier in Deutschland. Und noch bevor wir zur Handlung kommen, würde ich dich mal kurz fragen, wie du überhaupt auf diesen Film gestoßen bist. Ich bin ein relativ Science-Fiction-affiner Mensch, würde ich behaupten. Und Amazon hat da einen relativ guten Algorithmus mal bewiesen und mir den sofort angezeigt und gesagt, hier, guck mal, der könnte was für dich sein. Hab mir mal so die groben Inhalt einmal durchgelesen und war eigentlich gleich gehuckt und hatte Bock drauf. Ja, cool. Man muss nämlich dazu sagen, dass diese Besprechung hier eigentlich gar nicht geplant war. Denn eigentlich war es erst dein Vorschlag, diesen Film zu besprechen. Und als ich das dann gelesen habe, deine Nachricht, da war ich ja sofort dabei. Denn ich war im Vorfeld auch nur irgendwie drüber gestolpert und finde es eigentlich schade, dass der Film noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie ich es ihm wünschen würde. Aber jetzt genug der Vorrede. Marco, worum geht's denn in diesem Film überhaupt? Ja, in der kleinen Stadt Cayuga in New Mexico sind wir ungefähr im November 1958 und unsere beiden Protagonisten Everett und Faye besuchen die Highschool und arbeiten abends beim lokalen Radiosender dieser Kleinstadt. Und während, ich sag mal, fast alle Bewohner der Kleinstadt beim Basketballspiel sind, um diese heimische Mannschaft anzufeuern, gehen die beiden in ihren Sender und möchten ihre amtliche Radiosendung aufzeichnen bzw. ausstrahlen. Und dann bemerkt Faye, dass im Prinzip Störgeräusche aufgetreten sind. Und sie beschließen kurzerhand, diese Störgeräusche einmal auszustrahlen, um zu gucken, ob noch weitere Personen diese Störgeräusche irgendwie hat. Und ja, es meldet sich ein Anrufer. Und so nimmt diese kleine Mystery-Sci-Fi-Geschichte ihren Lauf. Genau. So viel mehr gibt es eigentlich auch nicht dazu zu sagen, weil so viel passiert auch im Grunde gar nicht mehr. Hatte ich das erstmal gestört, dass dann letztendlich gar nicht so viel passiert ist? Tatsächlich hat mich, ich würde mal sagen, das erste Drittel oder der erste Akt, diese ruhige Einführung, die hat mich so ein bisschen gestört, ja. Dafür hat aber, sag mal, der Schlussakt beziehungsweise die letzten beiden Drittel sozusagen, die haben mich dafür nochmal so in meine Meinung nochmal rumgehauen und so, dass ich durchaus zum sehr positiven Fazit nachher am Ende kommen werde. Ja, im ersten Drittel, wie du jetzt sagst, da geht es ja erstmal quasi um die Einführung dieser beiden Charaktere. Man genau. Sieht sie so, den Rahmen bildet ja quasi dieses Basketballspiel und das sehen die beiden auch am Anfang da.
treffen wir die ja zum ersten Mal an. Sie ist, glaube ich, sogar so eine Telefonistin, die irgendwie die Leute immer miteinander verbindet, wo sie dann eben auf die Störgeräusche kommt. Und das Erste ist auch ein ewig langer Take, den wir da am Anfang sehen. Das Ganze ist mit ganz viel Ruhe und ganz gemütlich inszeniert. Da kann ich schon verstehen, wenn man da vielleicht erstmal denkt, okay, wohin will er jetzt? Oder dass man vielleicht mit diesem Anfang erstmal nicht so viel anfangen kann. Aber diese Ruhe, also im ersten Moment hat sie mich tatsächlich halt ein bisschen gestört, aber in diesem Gesamtkonstrukt des Films passte sie relativ gut rein, fand ich. Wobei ich auch sagen möchte oder vielleicht auch muss, dass man, ich glaube, hätte man diesen Film halt vielleicht auf 60 Minuten runtergekürzt und so einen langen Kurzfilm gemacht, hätte er mir, glaube ich, noch deutlich besser gefallen, wenn man es ein bisschen straffer gezogen hätte. Soll dem künstlerischen Werk dieses Regisseurs aber keinen Abbruch tun, so wie du gesagt hast, diese lange Kamerafahrt am Anfang oder auch nochmal zwischendurch, ist es mir auch einmal extrem aufgefallen, da ist er wirklich einmal komplett so halb durch diese Kleinstadt vom Radiosender beginnend, glaube ich, durch die Turnhalle, also durch das Basketballspiel und hin zur Telefonistin. Das hat er schon unglaublich gut inszeniert, so. Ja, und das sah schon alles auch sehr schön aus, ja. Und ich muss sagen, dass mich der ruhige Einstieg und das Ganze auch also gar nicht gestört hat, beziehungsweise ich war von Anfang an drin in diesem Film, weil ich es schon aufgrund der Kamera und diesen langen Plansequenzen, kann man sie schon nennen, doch schon wirklich drin war in der Atmosphäre des Films und auch in der Erzählweise, die ja dann auch nicht wirklich vom Tempo her, nicht wirklich aber der bleibt ja eigentlich die ganzen 90 Minuten über relativ ruhig. Das stimmt, der bleibt relativ ruhig, wird dann ja spannender, würde ich behaupten, einfach. Ja. Als dann nachher Billy, der Anrufer, sag ich mal, anruft und seine Geschichte erzählt und dann kommen noch mehr Charaktere dazu, dann wird's nochmal, finde ich, so spannender und interessanter und man möchte tatsächlich die Auflösung dann irgendwann haben. Also man kann ja natürlich schon vermuten, worauf es hinausläuft. Und ja, richtig. Also ich wurde nicht enttäuscht, sag ich mal dann. Man hangelt sich ja dann quasi von Dialog beziehungsweise von Monolog zu Monolog, weil es sind dann immer längere Monolog-Szenen, die das Ganze einnehmen, sei es jetzt von dem Anrufer oder gegen Ende dann auch von dieser alten Dame da. Ja. Und die gehen ja wirklich teilweise 10 Minuten lang und ich muss für meinen Teil sagen, ich war da die ganze Zeit, hing ich quasi an den Lippen der Schauspieler und war echt gespannt oder war echt auch, ja, wie du gesagt hast, ein bisschen angespannt. Okay, was sagt sie jetzt als nächstes? Was wird jetzt als nächstes offenbart? Wohin führt das Ganze? Genau. Und ich fand auch jetzt so im Nachgang, dass dieser Stoff, den er dort erzählt hat, tatsächlich noch mehr Platz gelassen hätte. Ne? Sicherlich, ja. Klar, es widerspricht sich so ein bisschen, dass ich sage, auf 60 Minuten gestrafft wär's deutlich ein besserer Film für mich. Aber diese ganze Grundprämisse, die hätte man vielleicht auch in einer ganzen Staffel erzählen können, weil sie noch mal mehr Platz lässt. Ne? Also ich sag mal, es gibt Personen, die nachher in den Himmel gucken, so ohne jetzt zu viel zu verraten. Ne? Wieso gucken diese Personen in den Himmel? Was ist da passiert? So, ne? Also diese ganze Geschichte lässt auch noch Platz für noch viel mehr Spielraum im Kopf. So. Sicherlich, das find ich mega interessant. Fand die Darsteller, auch so wie du gesagt hast, die haben das unglaublich gut gemacht. Ne? Also ich hing auch dann nachher an deren Lippen. Ne? Mich hat halt, wie gesagt, nur der Einstieg, der war für mich ein bisschen zu träge. Aber dann war ich voll drin und gefesselt einfach. Ja. Was mir aufgefallen ist, das Ganze ist ja so wie eine Art Kurzgeschichte aufgebaut. Der spielt ja fast in Echtzeit, würde ich sagen. Hat wenig Charaktere und dann auch ein, ja, eigentlich ganz unmittelbares Ende. Also der ist dann irgendwann dann einfach zu Ende. Genau. Und trotzdem wirkt er für mich rund, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja. Genau. Ja, muss ich auch sagen. Also er wirkt für mich auch, so wie du gesagt hast, rund. Das Ende kam jetzt halt auch nicht überraschend. Deswegen ist es ein gelungenes Ende. Ich habe noch mal so ein bisschen Trivia geguckt und er plant
nicht wirklich eine Fortsetzung, was ich ganz gut finde. Ich finde, diesen Film so zu stehen zu lassen, finde ich wunderbar. Aber so ein bisschen als Anthologie-Geschichte, dass er sagt, er möchte noch mehr Mysterien auf dem Grunde gehen. Und das finde ich sehr interessant, weil dieser Regisseur jetzt mit diesem Film hat er meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und ich blicke da hoffnungsvoll, dass er uns noch viele weitere tolle Filme abdreht, beschert, wie auch immer. Also ich hoffe, dass er da wirklich so ein kleiner Science-Fiction-Mystery-Newcomer werden kann. So. Also ich bin sehr gespannt auf seinen weiteren Werdegang auf jeden Fall. Das bin ich auch. Und ich hoffe auch, dass da auf jeden Fall noch was von ihm in diesem Genre auch kommt. Ja. Und was ich auch noch erwähnen, wenn du hast gerade angedeutet, dieser Film, der ist eigentlich jetzt nicht sonderlich komplex und der ist auch weitestgehend vorhersehbar. Man hat schon so ungefähr im Kopf, was am Ende kommt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich am Ende, dass der Film mich so mitgenommen hat oder mich so eingenommen hat, dass er mich quasi mit offenem Mund hat da sitzen lassen, wo ich auch gar nicht damit gerechnet hatte, dass er das schafft. Und das bei so einer, in Anführungszeichen, vorhersehbaren Handlung oder auch ja in so einem vorhersehbaren Gewand, weil alles, was irgendwie dort, sei es die Kleinstadt, sei es die Charaktere, das hat man irgendwie irgendwo schon mal gesehen oder so. Das ist jetzt nichts Innovatives, das erweitert das Science-Fiction- oder Mystery-Genre jetzt auch nicht bedeutend, aber die Magie, nenne ich es jetzt mal, die dieser Film ausstrahlt, die hat er für mich echt gut rübergebracht. Ja. Und was dazu beigetragen hat, darauf können wir vielleicht noch kurz eingehen, das sind die künstlerischen Aspekte, sag ich mal. Der hat so ein ganz kriseliges Bild manchmal, oder manchmal hat man diese alten Fernseher, dass man quasi den Film durch solche alten Fernseher betrachtet. Das fand ich auch sehr schön. Genau, da hat er ja im Prinzip dieses 50er, 60er Jahres-Setting auch jetzt in seiner Bildsprache sozusagen aufgegriffen. Aufgegriffen und so wiedergegeben. Und das fand ich auch wirklich gut. Der Film spielt ja fast auch nur in der Nacht. Stört nicht. Also ich fand es trotzdem, es hat ja mehr wirklich zu dieser Atmosphäre, dieser Mystery-Atmosphäre noch mal deutlich mehr dazu beigetragen. Und es wirkt, hast du ja auch schon gesagt, wirklich so wie aus einem Guss, ne? Also wirklich wie am Stück einfach durchgedreht. Und dass er das so mit dem geringen Budget, was richtig, er genau, letztlich das, hatte, ja. gemacht hat. So, er hat es ja im Prinzip selber produziert und selber finanziert, diesen Film. Also, und das ist schon, richtig. Schon krass. Diese wenigen Mittel, die er hatte, das, ich habe es, glaube ich, nachgeguckt, es waren $700,000. Aber die sind perfekt eingesetzt. Man hat genau auf die richtigen Dinge Wert gelegt und da aus diesem Budget das Beste rausgeholt, was ja wahrscheinlich möglich ist in diesem Genre. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich ganz genauso. Sehr gut. Dann lass uns doch zu einem kleinen Fazit bzw. zu einer Bewertung kommen. Möchtest du da anfangen? Ja. Wir machen ja Punktebewertung. Ich habe dem Film 4 von 5 Punkten gegeben. Dazu, glaube ich, noch ein Herzchen. Ja. Weil er tatsächlich mit Herz gemacht ist, das merkt man. Und ich sehr viel Hoffnung in den Regisseur setze, dass er mir noch viele weitere tolle Filme beschert. Und letztlich diesen einen Punkt Abstrich, den muss ich ihm leider geben, aufgrund halt des trägen Anfangs. Das hat mich so ein bisschen gestört. Aber wer Bock auf ein ruhig erzähltes Mystery-Sci-Fi-Setting hat, der wird mit diesen Science-Fiction-Filmen auf jeden Fall seinen Spaß haben. Ja, kunstvolle Fahrten, toller Soundtrack war auch mit dabei. Stimmt, also war sehr stimmungsvoll, hat wunderbar in diese Atmosphäre gepasst. Ja, für mich ein durchaus gelungenes Regiedebüt auf jeden Fall. Und ganz toller Film, ja. Ja, da kann ich mich fast nur anschließen. Dadurch, dass die Kinos jetzt so lange geschlossen waren und viele der Kinostarts jetzt noch weiter verschoben wurde, ist es so schwierig, wenn man jetzt so ein Jahresranking machen will, wie ich das immer am Ende des Jahres aufstelle. Und da muss man dann halt doch mal seinen Blick so auf die Streaming-Anbieter oder so werfen. Und da ist die Weite der Nacht definitiv eine feine Nummer, bei der ich persönlich sage, die ist wahrscheinlich sogar bei meinen Favoriten am Ende des Jahres 2020 dabei. Ich kann verstehen, dass der Film jetzt nicht auf jeden Zuschauer vielleicht die Wirkung haben wird, wie
auf mich oder auch auf uns. Hm. Also ich kann auch definitiv die Leute verstehen, die sagen, der ist von vorne bis hinten langweilig oder da passiert ja jetzt gar nichts oder das hat man doch alles schon gesehen, das verstehe ich auch. Ja. Aber ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, und dazu sind wir hier, um unsere Meinung zu sagen, für mich ist das, ja, eine 4,2 von 5, sage ich jetzt mal. Ja. Sehr gut. Ja. Genau, perfekt. Dann sind wir durch mit dieser kleinen Besprechung zu Die Weite der Nacht. Ja. Ich danke dir vielmals fürs Dabeisein. Gerne, gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch. Tschüss. Tschüss.